Viele, die hierher kommen, können sich nicht vorstellen, ihr Leben lang auf Suchtmittel zu verzichten. Oder wenn sie Suchtdruck haben oder Abbruchgedanken haben oder Schwierigkeiten haben, dann sind längere Zeiträume schwer vorstellbar. Und dann kann es hilfreich sein zu sagen, okay, heute bleibe ich clean. Heute, es geht um das Heute, um das Hier und Jetzt. Und heute stelle ich mich meinem Problem. Das Land Berlin gab es vorher eigentlich gar nicht. Es gab keine richtigen Hilfestrukturen, keine professionellen Therapiestrukturen. Und das hat wirklich seinen Beginn hier genommen, in Lichtenrade. Wir haben den Status einer Reha-Klinik. Wir machen hier Suchtreha. Aber wir bemühen uns, dass es hier möglichst wenig wie eine Klinik aussieht. Eine Suchterkrankung ist ja eine Erkrankung, wo Grenzen verletzt worden sind, übersprungen worden sind, lange Zeit auch nicht beachtet worden sind. Das ist jetzt so allgemein gesagt, aber das betrifft natürlich jeden Einzelnen, der hierher kommt, auch. Bei ihm sind Grenzen verletzt worden und er hat Grenzen verletzt. Manche konsumieren, um überhaupt zu überleben, ja, um das überhaupt gefühlsmäßig irgendwie hinzukriegen. Also die echten Gefühle wirklich wegzudrücken. Und andere konsumieren wirklich des Rausches willen, weil sie feiern möchten. Da gibt es ganz unterschiedliche Anfänge in die Droge rein. Es gibt Bezüge, in denen sie gelebt haben. Es gibt vielleicht ein Szeneumfeld, es gibt eine Familie, es gibt Eltern, es gibt Kinder, es gibt Freunde. Und wir gucken immer, woher kommen unsere Leute. Aber in der Therapie ist es wichtig, dass wir so einen individuellen Ansatz haben. Was für mich so ein ganz wichtiger Punkt ist und was ich glaube, ich für viele Kollegen kann ich das sagen, was so fürs große Ganze steht, dass es die Hilfe zur Eigenhilfe, zur Eigenmotivation, zum selber rauskommen, das will und muss der Tannenhof bieten. Eben aus der Selbsthilfe heraus entwickelt, dass es sozusagen nicht reicht, irgendwie zum Therapeuten zu gehen und dass Therapie nicht nur ist, wenn ein Therapeut dabei ist, sondern dass das Ganze hier, der ganze Alltag zur Therapie dazugehört, die Mahlzeiten, der Sport, die Freizeit, aber natürlich auch die Gruppen- und Einzelgespräche. Sucht steht ja oft sehr lange so im Zentrum des Lebens, dass andere Lebensbereiche wegrutschen oder gar nicht mehr gelebt werden. Und dann ist es auch schön, wenn Sie hier in der Gruppe ankommen und merken, ich lerne auch in dieser Gruppe offener über mich zu sprechen und mich so einzubringen, wie ich vielleicht wirklich bin, mit all meinen Schwierigkeiten und meinen Fragen auch, wie ich denn aus der Sucht vielleicht wieder rauskomme oder wie ich mit meiner Suchterkrankung umgehe. Hier wird keine Berufsgruppe weniger ernst oder mehr ernst genommen als die andere. Ja? Also wir arbeiten wirklich als multiprofessionelles Team. Das leben wir auch im Alltag. Ich glaube, dass es jenseits von uns Therapeuten, die wir therapeutisch geschult sind, auch einen hohen therapeutischen Wert hat, dass wir hier Mitarbeiter haben, auch viele im Wochenend- und Nachtdienst, die selber mal hier waren, die wissen, wie der Hase läuft, wissen, worauf kommt es an, die Klippen kennen, die in der Therapie da sind und die auch als Person zur Verfügung stehen, die man mal fragen kann, mit denen man in Beziehung gehen kann. Und ich fühle mich auch wirklich bereichert von vielen Mitarbeitern, die hier sind, auch von den verschiedenen therapeutischen Ansätzen, die es gibt und auch von den Mitarbeitern in der Ergotherapie, in der Kunsttherapie. Was sagen die? Wie sieht es aus? Wie sind die Leute, die ich jetzt erstmal in den Gesprächsgruppen sehe, wie sind die eigentlich im praktischen Alltag? Unser Küchenmeister, aber auch unsere Hauswirtschafterin haben ja einen direkten Klientenkontakt. Ja? Also die kriegen auch mal deren Frust ab oder müssen auch mal was auffangen und gehen da auch in die Verpflichtung rein. Die Rehabilitanten, die müssen natürlich ihre Strukturen lernen und müssen uns auch aktiv unterstützen bei unserer Arbeit, vor allem im Frühstück, dass beim Mittag, wenn die Küche sauber gemacht wird, wenn abgewaschen wird, eigentlich so wie es im Haushalt auch ist. Sie räumen die Tische ab, sie decken die Tische morgens mit ein, sie machen das Abendbrot und arbeiten am Wochenende auch ziemlich autark. Also, dass wir halt die Rezepturen vorgeben, dass wir schwierigere Gerichte vorkochen, aber prinzipiell kriegen sie ein Rezepturenblatt an die Hand und müssen sich dann selbst versorgen und lernen so wieder ein geregeltes Leben und die Strukturen und auch wie wichtig eine geregelte Mahlzeit am Tag ist.
wenn Konflikte sind oder wenn es Fälle sind, wo jemand zum Beispiel in der Küche arbeitet, dann holen wir die natürlich dazu, weil es ganz wichtig ist, diese Rückmeldung zu bekommen, die Sorgen auch zu hören, die Konflikte, Probleme auch mit ins Team mit reinzubekommen. Also da gibt es wirklich keine Unterschiede, da werden keine Unterschiede gemacht. Ich finde, es ist hier ein sehr wertschätzendes Team, ein sehr hilfsbereites Team und das vermittelt man dann den suchtkranken Menschen auch weiter und viele nehmen das auch an. Ne? Geht es mir gut? Fühle ich mich wohl? Sieht man das ja vielleicht auch am Personal, dass es dann oder an der Krankenschwester, die dann gut gelaunt hier durchs Zentrum 1 läuft, Mensch, toll, warum macht die das so? Ich glaube schon, dass die Eltern es sehr wertschätzen, dass sie hier mit ihren Kindern herkommen können und nicht ihr Kind für 6 Monate irgendwo abgeben müssen, ob bei Großeltern, Tanten oder auch Kinderheimen, sondern dass sie wirklich die Möglichkeit haben, hier ihre Therapie mit ihren Kindern zu machen. Und das finde ich sehr wichtig, weil dann die Beziehung und die Bindung nicht unterbrochen wird, sondern hier während der Therapie auch gleichzeitig mitgestärkt werden oder wieder neu aufgebaut werden kann. Ziel ist es ja nicht nur, dass das Elternteil hier möglichst gestärkt und dann hoffentlich in einem Leben ohne irgendeine Suchtgefahr rausgeht, sondern die sollen ja als Familie wieder funktionieren. Kinder sind ja eine ganz hohe Motivation für Menschen, überhaupt aus so einem Drogensumpf rauszukommen. Weil manche wissen, das hier ist jetzt auch meine letzte Chance, als Familie hier auch wieder wegzugehen und Familie zu leben, ohne die Gefahr, dass mir mein Kind entrissen wird. Wenn man systemisch rangeht, dann würde man sagen, der Suchtkranke ist der Symptomträger, aber es gibt ein ganzes System, was sozusagen damit involviert ist. Wir haben hier auch Rehabilitanten, da gibt es keinen Angehörigen mehr. Da sind sämtliche Beziehungen schon gekappt, abgebrochen, beendet. Das haben Angehörige gar nicht mehr durchgehalten mit denen. Ja? Und deswegen ist das schon immer toll, wenn es noch Angehörige gibt. Und da die Angehörigen mit ins Boot zu holen, ist uns sehr wichtig, weil nach 6 Monaten geht die Person hier raus und geht zurück in ihr System. Ja? Und je mehr das System auch versteht von der Erkrankung, je mehr das System sich auch entlasten kann, umso wahrscheinlicher ist es auch, dass die dauerhafte Abstinenz vielleicht auch stattfinden kann.